Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, letzte Woche hat die Universität Bonn eine Studie vorgelegt, die sich über die Auswirkungen des Immobilienbooms in Deutschland beschäftigt. Und diese Studie hat, finde ich, sehr krasse Zahlen produziert. Die Vermögen der 10% reichsten Deutschen sind aufgrund dieses Immobilienbooms um 1,5 Billionen Euro gestiegen. Das ist eine krasse Zahl. Demgegenüber sind die Wohnkosten der Menschen, die in unserem Land die geringsten Einkommen haben, also die 20%, sind massiv gestiegen und massiv explodiert. Dieser Immobilienboom der letzten 10 Jahre, ja, macht die Reichen in diesem Land reicher und die Ärmeren armer wegen der Mietenexplosion. Im Augenblick spaltet sich dieses Land genau an dieser Vermögens- und Verteilungsfrage, und die Immobilienexplosion oder die Mietenexplosion ist der Spaltpilz dieser Gesellschaft. Und ich kann nicht verstehen, dass diese Bundesregierung nicht handelt. Nicht handelt. Sie tun so, als ob sie die Dinge einfach so weiterschreiben können. Und das reicht einfach nicht aus. Und das ist auch genau heute beim Wohngeldgesetz der Fall. Jetzt glaubt man ja, wenn man sich diese Studie anschaut, dann müsste dieses Wohngeldgesetz ja eigentlich eine Antwort darauf sein. Aber es ist es nicht. Dieses Wohngeldgesetz, das prophezei ich Ihnen, wird genauso verpuffen wie die Wohngeldnovelle 2015, weil sie die Grundfehler der alten Novelle wiederholen, außer einem, und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Die Dynamisierung ist gut. Ja, das ist gut. Aber dass Sie als Große Koalition jetzt so tun, als ob Sie das jetzt erfunden haben und erkannt haben und dieses Problem jetzt gelöst haben, ist halt nicht der Fall. Ich meine, bei der Wohngeldnovelle 2015 haben die Sozialverbände gesagt, und Wohlfahrtsverbände gesagt, das muss sich ändern. Haben die Mieterinitiativen gesagt, das muss sich ändern. Haben wir in der Opposition gesagt, es muss sich ändern. Und es ist aber an der alten Großen Koalition gescheitert. Und dass sie es jetzt reingeschrieben haben, ja, ist halt leider 4 Jahre zu spät. So, Ihre Berechnungsmethode ist nicht angesichts dessen, was auf den Wohnungsmärkten passiert, überhaupt nicht ausreichend. Ich meine, Sie nehmen den Durchschnitt aller Wohngeldhaushalte und errechnen daraus die neuen Wohngeldstufen. Was Sie machen müssten, ist, Sie müssten die Durchschnittsmieten in den Städten nehmen und daraus die neuen Wohngeldstufen errechnen. Dann hätten Sie einen größeren Bezieherkreis und dann wäre es wirklich eine Antwort auf die Mietenexplosion. Und dass Sie angesichts von Fridays for Future und den Protesten von Mieterinnen und Mietern auf den Straßen in Berlin und vielen anderen Städten in Deutschland nicht in der Lage sind, ja, nicht in der Lage sind, eine Klimakomponente hier einzuführen, zeigt doch, dass sie es nicht hinbekommen, Klimaschutz und Wohnen miteinander zu verbinden und diese beiden Großthemen wirklich miteinander zu verzahnen. Und Sie haben ja in dieser Wahlperiode auch einige Schritte dahin auf den Weg gebracht zu einer Klimakomponente. Ich meine, das Bauministerium hat ja bereits Gutachten auf den Weg gebracht, hat ein Planspiel gemacht. Ich verstehe nicht, warum Sie das nicht einfach umsetzen. Ich verstehe es beim besten Willen nicht und Fridays for Future und die Menschen da draußen auch nicht, dass Sie auch hier beim Klimaschutz versagen. Und jetzt zur Reichweite, Herr Wanderwitz. Zur Reichweite. Wissen Sie, wie viele Wohngeldempfängerinnen es 2010 gab in Deutschland? 1 Million. Und jetzt sagen Sie, wir erhöhen die Reichweite massiv auf 660.000. Ich meine, aber seit 2010 haben wir halt eine Mietenexplosion in den Städten. Das zeigt doch, dieser Empfängerkreis ist mitnichten der Empfängerkreis, der die sozialen Probleme beim Wohnen löst. Und deswegen brauchen wir eine andere Berechnungsmethode. Und deswegen ist es Augenwischerei, was Sie heute hier erzählt haben zum Bereich der Reichweite dieser Novelle. Sie kochen weiter das Wohngeld auf Sparflamme. Und ich sag mal so, werden Sie das so weitermachen, ja, und das das Einzige bleibt, was Sie Richtung sozialer Gerechtigkeit beim Wohnen tun, dann ist es erbärmlich, dann ist es keine Absicherung des Grundrechts auf Wohnen und davon und dagegen werden wir hier im Parlament die Stimme erheben. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Carsten Möhring das Wort.